Kleiner Teaser. Aber jetzt beschäftigen wir uns einmal mit dem Thema Communities. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Hier mit bei unserem Team der Entwicklung oder Weiterentwicklung des Lernmessguides zu Community Management. Mit Achim, der Tanja, Martin und mir. Und wir wollen uns jetzt in der Session so stark damit auseinandersetzen, also mit diesem Prozess oder mit diesem Entstehungs- und Weiterentwicklungsprozess, was wir jetzt heute speziell auf so eine Leitfadenentwicklung oder Weiterentwicklung beziehen wollen, aber was, denke ich, für uns alle als Community Builder, Community Manager eines der Themen ist, so dieses das Engagement und die Beteiligung der Community. Hadi, wie sind das so deine Erfahrungen? Ja, genau, Erfahrungen, ist spannend. Also, versuch mal in 2 Minuten ein paar so Teaser da reinzusetzen, die ich alle erlebt habe. Genau, da sind wir wieder mit dem Würfel. Ich habe schon mal einen Leitfaden mitgeschrieben über die Achtsamkeit und Stand heute haben wir momentan keine Energie daran weiterzuentwickeln. Das habe ich schon von Menschen gehört, ja, da funktionieren manche Links nicht mehr. Und wir haben es letztendlich, ich sage mal, ein Stück wohl verabsäumt, die Community mit einzubinden. Oder umgekehrt, warum melden sich eigentlich nicht Leute bei uns, die schon feststellen, dass der Link nicht funktioniert? Was braucht es da für Bedingungen? Und da reflektiere ich mal bei mir. Und ich sage mal, ich war in der Tat jemand, der von früheren Zeiten, ich hätte es auch nicht, ich hätte mich nicht getraut. Da haben schlaue Menschen sowas zusammengestellt und jetzt komme ich. Die kennen mich gar nicht. Nee, das lasse ich lieber sein. Das überlasse ich den Menschen, die da berufener sind. Was brauchen wir? Was könnten wir tun? Was braucht es für Bedingungen? Was braucht es für Räume, die mich in die Lage versetzen, dann ganz einfach zum Telefonhörer zu greifen, wie auch immer, oder eine Mail zu schreiben oder einen Kommentar irgendwo zu hinterlassen. Der Link funktioniert nicht. Was hätte ich gebraucht? Ich persönlich hätte wahrscheinlich persönliche Beziehungen gebraucht. Das ist meine Story da an der Stelle. Ich habe mich nicht getraut, ich fühlte mich zu klein. Das ist aber nur meins. Wie ging es dir? Also, wir hätten noch einen. Ja, bei mir war das ganz stark so, als ich meine Rolle angefangen habe als Community Managerin und Verantwortliche für unser globales Guide-Netzwerk, die auch ja so in die, sag mal, Fußstapfen, zum einen von Harald, aber auch bei uns eine, die noch mehr spezifisch auf das Guide-Netzwerk zuständig war, getreten bin. Und was da in der Community vorhanden war und wie das ganze Konstrukt in Anführungszeichen gestaltet war, dass ich auch sehr stark mich so gesehen hatte, ich muss das entweder so weitermachen oder an den Inhalten, ich darf da auch nichts dann direkt machen, sondern wenn dann eher zusätzlich. Und es war auch so für mich so ein Entstehungsprozess, dass ich gesehen habe, okay, ja, jetzt ist nicht mehr die dort, jetzt bin ich an der Stelle und ich kann es mein eigenes draus machen mit der Community zusammen darauf anzugehen und ja, so, wo ich auch gemerkt habe, es ist genau wie du sagst, der Beziehungsaufbau, den es erstmal braucht und dieses Vertrauen, diese Augenhöhe herzustellen und sich nicht selbst als kleiner machen oder auch als kleiner und nicht gut genug achten und das jetzt diese Messlatte, diese für sich selbst gesetzte treffen zu müssen und ja, es war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr langer Prozess in der Hinsicht. Ja, wenn wir uns zurückerinnern, wie wir den Leitfaden geschrieben haben, mit Google Docs angefangen, jeder hat was reingeschrieben und dann haben wir angefangen mit Kommentarfunktion und Review und so weiter und so fort. Und im Laufe der Zeit, ja, und am Schluss wurde auch die Zeit etwas knapp, hey, am Schluss habe ich einfach in die Super-Expertin Tanjas Passage einfach einen Satz ausgetauscht. Warum? Weil ich so eine Beziehung hatte, dass ich sage, jawohl, sie wird es akzeptieren und ich bin es wert. Und dann haben wir uns echt wild, da war nichts mehr nachvollziehbar eigentlich so richtig. Wir haben wild ineinander editiert und es war völlig in Ordnung so. Ja. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, welche solchen Bedingungen gibt es denn? Wie individuell sind sie denn? Oder gibt es vielleicht Standardlösungen? Was sind eure Erfahrungen da draußen? Was braucht ihr konkret?
Und letztendlich hat es eigentlich schon mit Communities vielleicht auch zu tun, weil wir sind zum Beispiel als Autorenteam eine Community geworden, definitiv. Eine richtige, vertrauensvolle Community. Und ich würde Tanja auch heute noch einen Text von mir einfach geben und gesagt, schreib das rein, was du meinst und poste ihn. Ist denn euch noch jemand, der da auch so ein Beispiel hat, sowohl virtuellen, also vom Onsite-Raum, wo er so eine Erfahrung gemacht hat, wo erst so viel Zurückhaltung und es sich irgendwann entwickelt hat, das entstehen zu lassen? Ja, hallo Achim. Ja, ich glaube, das, was du schilderst, ist eigentlich ein generelles Phänomen in Communities. Wann fühle ich mich als Teil einer Community, sodass ich mich auch wirklich einbringe? Und du hattest schon Beziehungsaufbau genannt, also ich muss die Leute kennen. Für mich ist es natürlich auch die Frage, woher kommt, also wenn ich sowas mache, dann übernehme ich ein Stück weit Verantwortung. Und wenn ich ganz außen bin und den Guide vielleicht zum ersten Mal sehe, dann sehe ich da für mich keine Verantwortung drin. Dann lese ich das halt und dann entdecke ich, okay, da habe ich einen Fehler. Wenn ich jetzt eine konstruktive Person bin, dann gebe ich das Feedback. Wenn ich jetzt gerade auch anderes im Kopf habe, dann gebe ich vielleicht nur ein verärgertes Feedback oder Gleichgültigkeit. Das ist ja dann die meiste, die häufigste Antwort darauf. Und woher kommt diese Verantwortung, ja, die ich vielleicht auch für mich sehe? Ja, ich meine, auch in der Gesellschaft wünschen wir uns das ja, Zivilcourage oder ja, so ein Stück weit, hey, ich kann was dazu beitragen an der Stelle und ich identifiziere das wirklich als einen Punkt, wo ich was tun kann. Da gibt es natürlich auch noch andere Faktoren. Geht es dann so leicht tatsächlich? Wie sehe ich denn überhaupt, dass ich da was editieren kann? Sehe ich überhaupt einen Kontaktkanal? Solche Dinge spielen da vielleicht auch eine Rolle. Ja, also ich glaube, online waren Dingens, eine Handhebung, aber vielleicht gebe ich gerade... Kurz ab, jemand aus dem Bildschirm und dann. Ach, klar. Du hast deine Hand schon gehoben, ne? Genau, ja. Das kann ich auch gerade wieder zurücknehmen jetzt. Ich glaube auch, dass es hier erstmal, es ist halt ein Prozess. Wir sind eben menschliche Wesen, die auch höflich miteinander umgehen wollen. Ich kenne das auch im internationalen Kontext, dass es da auch nochmal andere manchmal noch sehr viel höflichere Formen gibt und man noch mehr locken muss oder einfach einen Aufbau leisten muss, damit in der Gruppe Vertrauen entstehen kann und eben auch diese fast schon als übergriffig verstandene Form, vielleicht jemanden anderes Text zu editieren oder Feedback zu geben. Also Vertrauen ist ein großes Wort und es stellt sich eben nicht von jetzt auf gleich ein. Da braucht es einfach noch. Ihr seid alle eingefroren, hört ihr mich noch? Ja. Ah, ja, okay. War ich eingefroren? Nee, alles gut, okay. Also Vertrauen stellt sich eben nicht so schnell ein und ich mache da gute Erfahrungen mit, also ich habe jetzt zum Beispiel im Moment coache ich andere Community Manager, die jeweils ihre Communities of Practice aufbauen wollen. Und wir sind praktisch so ein kleines Core-Team und das ist ja auch wiederum eine Community, so wie ihr das eben beschrieben habt, eure Autoren-Community. Und darin jetzt überhaupt erstmal diesen Safe Space oder Safe Place zu schaffen. Hier können wir uns wirklich austauschen. Das geht jetzt auch schon einige Wochen. Wir haben alle zwei Wochen einen Jourfix. Es fängt immer an mit einem Warm-up, mit einem Welcome, wo wir uns irgendwie austauschen über wirklich persönliche Dinge auch kurz, wo ich was anrege. Und erst dann geht es ans Inhaltliche. Und am Schluss gibt es wieder einen Ausblick. Wir sind Menschen, ja, soziale Wesen. Und ich denke, es ist völlig normal. Also, jetzt gucke ich mal. Achso, entschuldige. Ja. Okay, also ich habe jetzt eigentlich zwei Kommentare oder zwei Dimensionen. Das eine ist, was ihr geschildert habt. Also ich könnte mir vorstellen, das eine hat einen persönlichen Faktor. Ne? Das hängt dann auch von der Persönlichkeit ab, sicher. Manche sind da vielleicht, haben da... wie soll man sagen, diplomatisch vielleicht auch, sind mutiger. Das kann Vor- und Nachteile haben natürlich, dass man hier einfach reingehen. Das ist auch interkulturell vielleicht. Ne, Amerikaner können jetzt mir vorstellen, bei uns in der Firma, die sind da relativ direkt, was zu machen einfach. Und jetzt vielleicht ein indischer Kollege, der wird sich da auf keinen Fall trauen oder eher aus meinen japanischen, asiatischen Hintergründen. Aber wie auch immer. Ich denke, was mir persönlich ein bisschen fehlt, also wir haben jetzt gerade unseren Guide fertig. Ich habe ehrlich gesagt,
Ich finde es relativ kompliziert, das ganze Publishing. Also ich finde, das Persönliche ist sicher ein wichtiges Thema und Zugehörigkeit, Vertrauen, absolut. Also das muss auch da sein. Aber für mich ist also der ganze Prozess und das Handling ist relativ so ein schwarzes Loch. Ich weiß, da gibt es da das Publishing. Ich weiß nur, irgendjemand muss uns da helfen und irgendjemand arbeitet sich ein und ich habe da, das ist nicht mein, ist mir zu kompliziert einfach. Ne? Und das ist das Technische und dann das Methodische ist halt auch ein bisschen unklar. Ne? Ich habe jetzt gesagt, hey, lass uns einen Checkpoint einmal im Jahr machen oder einmal im Halbjahr. Irgendwo halt, ne? Müssen dann Feedbacks auflaufen im besten Fall. Und dann gucken wir die vielleicht zusammen an und diskutieren drüber. Weil ich finde es eigentlich nicht gut, dass jetzt Leute einfach dran rumschreiben. Ist schon okay, wenn es nochmal die Community oder eine Gruppe oder wer auch immer, to be defined, da nochmal drüber guckt. Ne? Sonst kann das natürlich auch, versteht der was ändert, versteht gar nicht den Kontext oder den Hintergrund. Also es ist schon auch schwierig, einfach Sachen anzupassen. Daher so ein bisschen Prozess. Aber auch eine Terminierung, dass es jetzt nicht total aufwendig wieder ist, das wäre vielleicht sinnvoll. Und auch vielleicht ein einfaches Tool-Handling, ich glaube, das ist auch ein Challenge. Es ist total schwierig und es braucht ja so verschiedene Sachen. Ne? Also jetzt mal ganz abgesehen von der Technik, also das Wichtigste ist absolut Vertrauen. Und dass man sich halt kennenlernt, dass man weiß, wie tickt der oder die andere. Und ich finde, wir müssen so zwei Seiten betrachten. Wir müssen das betrachten, wie enablen wir die Leute, dass sie Feedback geben, also wie laden wir sie dazu ein, wie machen wir deutlich, dass wir Feedback wollen und aber auch das hinterher, wie reagieren wir denn, wenn wir Feedback haben. Also wir müssen den Wertschätzung entgegenbringen und sagen, hey, danke, dass ihr uns Feedback gegeben habt und die auch weiter mitholen und abholen und sagen, das ist aus deinem Feedback geworden. Da und da haben wir es integriert oder wir können es hier nicht integrieren, sodass dieses Feedback nicht im luftleeren Raum bleibt, sondern dass auch alle anderen mitkriegen, oh, wenn ich hier reagiere und agiere, da passiert ja was und dadurch werden die halt wiederum motiviert, beim nächsten Mal sich auch einzubringen. Gut. Bei uns ist es nämlich auch so ein Punkt, dass man das wirklich auch festhält und wir haben auch mal irgendwie gesagt, man könnte es vielleicht Sicherheiten nennen, die wir haben, aber wir haben auch gesagt, uns hilft immer die Sicherheit einmal zu haben inhaltlich, also ich kenne mich thematisch aus, das macht schon mal ganz viel für die Basis aus, dass man fest ist in dem, was man sagt, dann das Umfeld, dass man weiß, ich kann alles offen äußern und das kommt auch an, das ist die nächste Sicherheit, dann haben wir Möglichkeit, also ich habe die Sicherheit, mich ausprobieren zu dürfen und keiner sagt, was ist das denn jetzt für ein Quatsch, sondern wirklich umsetzen und man hat die Sicherheit, dass das, was du gerade auch sagtest, mit Feedback und Nachverfolgung, also was mit meinen Dingen passiert, die werden gesichert und da wird mir auch noch mein Feedback dazu gegeben und das geht nicht einfach unter. Und wenn man diese Punkte so ein bisschen als Rahmenbedingungen setzt, dann funktioniert das ganz gut, also es hilft auf jeden Fall. Bei uns ist es so, dass wir aktuell an sowas arbeiten wie so einer Content Creation School, wo dann so eine Community Inhalte erarbeitet in Gruppen. Und die sind natürlich noch ganz in den Kinderschuhen sehr unsicher, egal ob es ans Gruppen geht oder ans Feedback geht. Jetzt, wir haben uns gerade kurz abgestimmt. Wir haben natürlich ein lustiges Konzept für das, für die Dreiviertelstunde gehabt. Wir hätten euch gerne mal eine Erfahrung gegönnt. Ich sage jetzt mal, aufgrund der Anzahl der Menschen und aufgrund dessen ist ja schon eine Diskussionszeit, hätte ich fast gesagt, verzicht mal drauf. Die Erfahrung wäre gewesen, ich teile mal kurz und dann findet ihr selbst raus, ob das vielleicht nochmal eine lustige Sache ist. Halt teilen. Dass wir gesagt haben, wie fühlt sich denn das an, wenn jemand in meinem Werk herumschmiert? Also die Schlüsselfragen oben, die wir jetzt schon diskutieren, welche Bedingungen, welche Räume brauche ich, damit ich Hemmschwellen leichter überwinden kann, dass ich eben aus mir rausgehe, dass ich was zeige, was ich dazu beitragen habe. Was von diesen, und da gibt es, wie wir schon gehört haben, einen ganzen Blumenstrauß, die sehr individuell sind, aber vielleicht gibt es manche Dinge, die sind doch eher zu generalisieren ein Stück. Also Feedback und Danke ist zum Beispiel in unserem Kulturkreis zumindest was sehr Schönes. Aber es gibt vielleicht ganz individuelle Angelegenheiten. Und insgesamt geht es um Räume für Co-Creation, für kollektives Authoring. Und die Idee war jetzt einfach, hier so ein Blatt in die Hand zu nehmen, einen Gedanken zu dieser Frage aufzuschreiben. Und ich reiche es der Tanja
und die macht dann hemmungslos mit meiner Idee, sagt die einfach, sie streicht einfach was durch und ergänzt was anderes. Und dann nochmal gemeinsam zu reflektieren, was habe ich dabei empfunden, als der die Idee mal ursprünglich geschrieben hat, und war das okay so? Ich meine, Tanja ist jetzt einfach, zu der habe ich inzwischen blindes Vertrauen, ne? Aber bei dir weiß ich es vorher nicht so genau. Ne? Wenn ich ihn so in roter Farbe machen würde. Das würde mir jetzt aber gar nichts mehr ausmachen. Okay. Aber nee, ist insgesamt, ja. Wo ich sage, ist das in Ordnung? Und umgekehrt, wie fühlt es sich für dich an, wenn du ein geistiges Werk eines anderen einfach ein Stück durchstreichst und durch was Eigenes ersetzt? Und wir können alle sagen, oh, wir sind doch alles eine Community, das ist doch alles ganz einfach. Aber es sind trotzdem Komponenten, die sind da. Ich meine, das könnt ihr euch jetzt mal einfach einfühlen vielleicht. Dann müssen wir es nicht tun. Und dann gehen wir jetzt nicht in irgendwelche Breakouts und Diskussionen, sondern wir spüren einfach mal rein. Und vielleicht gibt es da draus irgendwelche Erkenntnisse. Ja, also ich kann mal ein Beispiel geben. Ich habe mal ein paar Mal versucht, Wikipedia-Seiten zu editieren. Und ich denke schon, zu manchen Themen kann ich was sagen. Und ich habe mich sowas von geärgert, dass dann irgendwelche komischen Typen, nicht mal mit Klarnamen, mit irgendwelchen Fantasie-Dingens, dann mit irgendwelchen komischen bürokratischen, ja, ist irgendwie zu speziell durchgestrichen. Und ich habe da jetzt eine halbe Stunde dran gesessen, habe irgendwie, also ich war verärgert. Und ich habe auch gesagt, mache ich nie wieder. Ihr könnt mich mal. Irgendwelche, die haben inhaltlich wahrscheinlich gar keine Ahnung. Also, ne, also das ist nur so als Beispiel, das geht ja so in die Richtung, oder? Nee, lass uns solche Dinge sammeln. Also wenn es für euch okay ist, ich frage jetzt einfach in die Runde und auch für euch beide da draußen, dass man jetzt einfach so persönliche Erfahrungen sammelt. Ich finde es sehr wertvoll. Ne? Ich glaube, es macht auch einen riesen Unterschied, ob ich aktiv danach frage und sage, hey, gib mir bitte Feedback. Ich meine, bei Wikipedia, okay, dir war vorher bewusst, dass irgendjemand drüber geht, weil so funktioniert Wikipedia auch, ne, mit Crosscheck. Aber es gibt ja auch das, wo du einfach Feedback kriegst, auch wenn du vielleicht gar nicht zu jemandem hingegangen bist. Ne? Du hast mir das Blatt aktiv gegeben, aber du gibst nicht immer aktiv das Blatt, sondern manchmal kommt einfach irgendjemand, Twitter, bestes Beispiel, drückt dir seine Meinung und irgendwas auf. Und was ich für mich gelernt habe, weil klar, Kritik hört nie jemand gerne, mir die Frage zu stellen, okay, wer ist denn diese Person? Also ist mir diese Person und was sie sagt wichtig und ist das, was sie tut, wichtig für mich? Also welche Relevanz hat das überhaupt? Kennt die Person sich überhaupt in dem Gebiet aus oder ist es nur irgendjemand, der oder die jetzt was sagen will? Und sich selber vielleicht irgendwie darstellen will. Ne? Und es ist wahrscheinlich auch die Frage, wie etwas rüberkommt. Konstruktive Kritik ja immer gerne, aber einfach nur so, ja, alles doof. Entschuldigung, ihr meldet euch da draußen aus der weiten Welt einfach direkt rein. Wir sind so wenige, da einfach mit, nicht bloß mit Hand heben. Macht einfach euer Mikrofon auf. Ja, also ich würde das super gerne machen. Also wir sind jetzt schon so im Lösungen finden. Tanja hat gerade was gesagt. Es macht einen Riesenunterschied, ob man eingeladen ist oder ob man einfach nicht eingeladen ist. Ja. Und ich meine, bezogen auf die Leitfäden würde für mich sich da auch vielleicht der nächste Gedanke anschließen. Ja, vielleicht könnte man ja tatsächlich irgendwo eine Gruppe machen, wo man Leute einlädt, hey, wenn ihr Feedback geben wollt, kommt doch dahin, dann seid ihr sichtbar in irgendeiner Form und wir kennen euch, ja, und dann hätte man schon mal irgendwie, damit muss man ja keine Verpflichtung verbinden, damit verpflichtet man ja nicht Leute, jetzt stundenlang den Leitfaden zu verbessern, aber dadurch wird es schon mal ein bisschen offiziell, hey, ich übernehme da vielleicht eine Rolle, ja. Und wenn ich mir das nächste Mal angucke, dann melde ich vielleicht auch einen kaputten Link oder so. Also das wäre vielleicht der nächste Schritt, einfach Leute offiziell auch dazu einladen, hier zu sagen. Ja, also was mir dazu einfällt, ist, also hört sich jetzt voll deutsch an, sorry, aber ich glaube, das ist schon irgendwie relevant. Also wäre halt gut, wenn die Regeln da sind. Ne? Also wie sind die Regeln für die Weiterentwicklung der Guides? Ne?
Also da kann man sowas reinschreiben. Feedback ist erwünscht. So und so. Wir gucken es uns so und so oft an. Dann kriegt ihr Feedback. Keine Ahnung, was ich meine, so, das sind wie Kommunikationsregeln. Früher hat man sowas oft gemacht, am Anfang von Workshops. Auch in der Community ist so eine Guideline wichtig, glaube ich. Ne? Also neben dem Purpose auch dann zu gucken, der auch super wichtig ist. Was sind so die Regeln? Regeln ist vielleicht ein schlechtes Begriff, da kann man andere. Gibt es besser ein Wort wie Regeln? Selbstverständnis? Gemeinsame Leitlinien? Ja, Leitlinien ist nicht ganz so hart vielleicht. Ja, das sind sehr wertvolle Punkte. Wenn man es damit, ich glaube, es gibt einen großen Unterschied. Jetzt ist es etwas ein soziales Netzwerk, wie Tanja, du es da geschildert hast, mit Twitter. Und da würde ich mich jetzt fragen, ist es schon so, wenn ich etwas hineingebe in das Netzwerk, muss ich damit rechnen oder darf ich damit rechnen? Und eigentlich ist ja auch der Idealfall, dass jemand kommentiert. Es ist ja Social Network und diese Interaktion, davon lebt das Ganze ja. Wiederum das mit Wikipedia, ja okay, das ist ja natürlich auch genau das, warum es nicht offiziell, der von uns Studierenden kennt das, als wissenschaftliche Quelle gilt, weil jeder alles machen kann. Und das nächste ist halt dann jetzt in diesem konkreten Fall mit diesen Leitfäden, um da auch speziell drauf zu kommen. Und da finde ich das einen sehr wertvollen Punkt, was du nennst, weil natürlich glaube ich auch irgendwo, sag ich mal, einen Stand, wo ich weiß, so ist er jetzt, und wenn ich das meinem Team oder so zeige, möchte ich mich auch verlassen können, wenn ich denen das jetzt vorstelle, ist es noch genauso drin und nicht plötzlich eine ganz andere Version oder so. Und bei uns war es jetzt in dem Fall mit dem Community Management Leitfaden so, dass wir ja, also es war ja ganz offiziell, sag ich mal, kommuniziert, der wird aktuell weiterentwickelt und wir haben uns dauerte etwas, bis es sich gefunden hat, aber an einen Startpunkt, sage ich jetzt mal, über einen Prozess, der definitiv länger dauerte als ursprünglich geplant, aber haben uns dann auch so ein Enddatum gesetzt und ein Publishing-Datum. Und jetzt würde ich nicht mehr behaupten können, ist er so online und bleibt jetzt mit der Möglichkeit, Feedback zu geben, bis er dann wieder weiterentwickelt wird. Und da finde ich es ganz wichtig, und ich weiß nicht, was es bis dann gibt, dass man sagt, okay, so ist da der Umgang. Ne? Ich möchte einfach direkt anknüpfen, weil du hast vorhin die Technik erwähnt. Mhm. Ja, ich bin jetzt sozusagen der Techniker von diesem Leitfadenteam und ich habe immer noch die kleine Präsi zusammen, wie ich in GitHub Änderungen einbringe, den Menschen zu zeigen. Diese Änderung ist nicht intrusiv, also das ist einfach eine Ergänzung. Und dann gibt es Menschen, das können unser Kollektiv sein oder Einzelne, die machen dann ein Review drauf und wenn sie aufs Knöpfchen drücken, dann wird es reingemerged. Also ein Verfahren, das die Softwareentwickler völlig problem, die haben da keinen Stress damit. Ne? Die kennen das Verfahren und die wissen, sie können jeden Scheiß einfach mal eintippen und das wird wertgeschätzt und dann sagt jemand, du, das ging leider völlig daneben, meinst du vielleicht das? Und dann gibt es da einen kleinen Dialog auf einer Nebenstraße, ohne dass das die ganze Welt sofort erfährt. Und das ist eine Verhaltensweise, das ist auch ein Mindset, den zum Beispiel Softwareentwickler ohne weiteres tun. Und vielleicht ist das ja auch hilfreich, solche Dinge, das sind ja Regeln und auch Verlässlichkeiten, dass du sagst, du kannst da drin einfach dann rumschmieren. Schaut so aus, als würdest du das Original zerschreiben. Tust du aber gar nichts, sondern nur eine spezielle Sicht darauf, die dann an einem anderen Kollektiv mit dir zusammen vielleicht dann durchgegangen wird. Und ja, das sind für mich auch, das sind auch Umgebungen, in dem Fall eine technische Umgebung, die sowas ermöglichen. Und ja, man muss es trotzdem erstmal anschubsen. Wir müssen uns erstmal wieder als Team zusammenfinden und vielleicht wollt ihr auch mitspielen. Dann erkläre ich euch das nochmal und dann kann man wunderbar die letzten Fehler rausmachen, vielleicht ein paar Links ergänzen, sonst irgendwie. Das ist alles ein Stück anschubsen. Und du hast vorhin gesagt, wie gebe ich nicht nur die Erlaubnis dazu, sondern wie rege ich an? Und jetzt, weil ich da gerade das Mikro habe, Erfahrung aus dem Mindfulness oder Achtsamkeit 4.2 Leitfaden. Wir haben halt etliche Circles angeschoben. Und es steht zwar im Circle drin, bitte gebt uns Kommentare. Unten ist ein Feld, da könnt ihr was eintippen. Ihr könnt dies, das und jenes machen, sprecht uns an.
von den Menschen, die uns nicht persönlich kennengelernt haben, weil wir so Searchings initiiert haben und zumindest in der Woche 0 und Woche 1 begleitet haben, hat uns kein einziger angeschrieben. Aber die Menschen, mit denen ich schon einen persönlichen Kontakt aufgebaut hatte, weil sie mich kennenlernten bei der Stadt, von denen haben wir dann natürlich was bekommen. Klar. Einspruch. Also es haben sich meine nicht alle nicht gemeldet. Es gab ja auch wirklich Positivbeispiele. Und da kann man ja sehen, dass da Potenzial drin ist. Also zum Beispiel der Daniel hat sich gemeldet wegen der englischen Übersetzung. Ja. Solche Dinge kamen einfach und ja, ich denke, das zeigt, dass da Potenzial ist. Ein Punkt, der mir nur aufgefallen ist, man kann ja überlegen, was sind so andere ähnliche Konstrukte, ne? Also ein Buch zum Beispiel, da gibt es Ausgaben. Ich weiß nicht, wie oft ein Buch überarbeitet wird. Geht es, also ist vielleicht ein bisschen fluider und agiler jetzt, so ein Leitfaden. Was ein Buch? Keine Ahnung, muss man der Autor bestimmen, ist dann alle 2 Jahre, alle 3 Jahre beim Leitfaden einmal im Jahr, keine Ahnung, oder Software ist eigentlich noch krasser, da gibt es Release-Zyklen, die sind da auch dann Quartal, das war vielleicht zu Dinges, aber ich denke, das ist vielleicht so eine Metapher, was man sich auch überlegen kann, Richtung Regeln, wie oft wollen wir das, oder können wir natürlich auch, weil das ist eine ehrenamtliche Arbeit, ne? Die musst du dann nebenher noch machen, neben deinem Job. Wäre auch eine interessante Diskussion. Was macht Sinn? Ich würde aus dem Bauch sagen, einmal im Jahr ist machbar, oder? Alle 2 Jahre? Keine Ahnung. Ich finde auch, ich klinke mich jetzt einfach mal ein von draußen. Ich finde auch den Gedanken spannend, was ihr erzählt habt, dass ihr euch ja kennt oder am Anfang nicht gekannt habt, dann zusammengearbeitet habt. Habt ihr das auch mal in Präsenz gemacht oder ausschließlich online? Ausschließlich online. Wir sehen uns heute hier oder seit gestern hier zum ersten Mal. Perfekt. Das geht nämlich dann in die Richtung meiner Frage, weil ich muss gestehen, ich habe auch den Titel ein bisschen falsch verstanden, aber ich versuche mir das jetzt einfach auch was rauszuziehen aus der Session, weil ich eben auch Communities, also virtuelle Communities betreue und dort praktisch Community-Produkte erstellt werden. Oder erstellt werden sollen, ob das jetzt Leitfäden sind oder Erfahrungsberichte, ein Handbuch, wie auch immer. Und ich finde es immer schwierig, erstmal die so zusammenzubringen, dass sie eben das Vertrauen haben. Das ist ja generell Community Management oder die Moderation von der Community. Die Menschen über eine Distanz, über diese virtuelle Welt zusammenzubringen, damit sie sich dann anfangen zu vertrauen, das als sicheren Raum empfinden können, um dann dort ihr Wissen einzubringen, ihre Fails, ihre Fehlschläge und Sachen, die sie gelernt haben. Und das würde mich jetzt interessieren, wie habt ihr das gemacht, wenn ihr tatsächlich sehr gut immer das online gemacht habt? Habt ihr dann regelmäßig Treffen gehabt, wo ihr euch gesehen habt? Oder wie habt ihr diese Hemmschwelle, die ja existiert, am Anfang abgebaut? Ja, vielen Dank, Sibylle. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade nennst. Und das ist das, was ich damit auch am Anfang meinte, oder schon beim Pitch heute, so geht es uns ja. Das ist ja allgemein vielleicht sogar der Hauptaspekt in Communities, das Engagement, die Beteiligung, dass dieses ko-kreativ gemeinsam Wissen aufbauen, Probleme zu lösen, Prozesse, Strukturen zu erarbeiten, worum es letztlich auch geht in der Community und wie können wir diesen Raum schaffen und geben. Und da, also wird es bei uns in dem Fall, war es wirklich so, die Treffen, wir haben sehr viel Zeit sogar damit verbracht, persönliche Erfahrungen zu teilen. Ganz allgemein, am Anfang hatten wir immer einen Check-in, indem wir einfach jeder die Möglichkeit hatte, mal was aus dem Urlaub zu erzählen, mal was sich zum Thema Communities bei dem oder derjenigen gerade tut, was man eigentlich persönlich teilen möchte und halt so wirklich die Chance zu haben, in die Begegnung zu kommen, auch hier erstmal die Beziehung aufzubauen und dann so zu, ja, wir haben schon dann in der Session, die wir hatten, an dem Guide gearbeitet oder dann aber auch oft sagt, okay, also wo stehen wir jetzt und bis zum nächsten Mal, was machen wir dahin, drauf gucken. Und das war dann wieder eher so die Basis für die und die Energie, das Energiegeben für die weitere Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist halt wirklich etwas,
mich auf die Erfahrung zeigt mit meiner Community, genau das als Community Builder, als Community Manager zu schaffen, diesen Raum, wo sich Menschen begegnen können, auf Augenhöhe und diese Schwingung auch entstehen kann, diese Energie zwischeneinander, die mich auch dann motiviert und mich antreibt, da gemeinsam etwas zu erschaffen. Ja. Also Punkt dazu. Wie siehst du das oder jemand anders im Raum? Ja, ich ergänze vielleicht nochmal, weil ich bin sozusagen der Fremdkörper in diesem Crew gewesen, weil ich bin der Einzige, der irgendwie kein Assignment irgendwie auf Community Management hat. Aber ich habe halt Interesse dran gehabt an vielen anderen Dingen. Und das war ein ganz spannendes Momentum. Ich habe vorher gesagt, auch da fühle ich mich ein Stück klein. Ich gucke mir die Tanja an, ist für mich dann trotzdem, ja, ich meine, du lebst davon, verstehst? So richtig, richtig, dich persönlich dafür zu verkaufen als Consultant und Coach. Und habe aber dann gespürt einfach, ja, es ist willkommen, was ich zu sagen habe. Und dann passt es einfach. Und ich glaube, das ist schon ein goldener Weg, der mag in verschiedenen Kontexten anders ausfallen. Und wir waren dann teilweise sehr, sehr persönlich in der Gruppe. Und es gab auch Einzeltelefonate mal. Was mit dem Achim haben wir mal, das werde ich hier nicht wiederholen, aber haben wir aus ganz, ganz persönliche Dinge auch besprochen. Das ist so entstanden einfach. Hm? Ich kannte ihn vorher, ja, ein kleines bisschen aus irgendwelchen Kontexten, aber das ist halt entstanden. Und das ist genau das, was man sagt, das sind die Räume, wo Vertrauen entsteht, wo eine persönliche Bindung entsteht. Die Schwingung, die Resonanz einfach. Da gibt es Impulse. Zack, zack, zack. Da will ich da nochmal einklinken darf, dann frage ich mich gerade, ob das überhaupt so viel Sinn macht, diese großen Communities zu haben. Es gibt ja so diese Theorie 1%, 9%, 90%. Also nur 1% geben ganz aktiv, beteiligen sich ganz aktiv an einer Community, nur einer von 100 oder eine. 9 sind so ein bisschen dabei und 90 lurken nur. Und dann war ja daraus folgend eigentlich immer so die Ansicht, die Communities müssen möglichst groß sein, damit ich zumindest mal 10 wirklich aktive habe. Aber wenn ich uns jetzt so höre und wie Menschen ja dann doch auch oft ticken, sind ja kleine Gruppen oft auch sehr viel vertrauensbildender. Also in einer größeren Gruppe hätte ich jetzt zum Beispiel in diesem Raum, in diesem Rahmen, glaube ich, gar nicht so viel gesagt heute hier bei diesem Event. Wenn da jetzt 50 Leute gesessen hätten, hätte ich wahrscheinlich mir nur meine Sachen gedacht. Also je kleiner, desto mehr Redeanteil kann man sich vielleicht auch nehmen, desto mehr fühlt man sich vielleicht auch sicher. Und das ist dann überhaupt mal ganz provokativ, macht es überhaupt Sinn, große Communities zu haben? Jeder weiß, also ich habe nur einen Kommentar zum Punkt davor, aber passt auch dazu. Ich glaube, also jetzt in dem Leitfadenteam, ich denke oft zu stark, schnell inhaltlich und dann gleich auf, los, lass arbeiten, inhaltlich, nicht lang rummachen. Ich glaube aber auch in einem kleinen Team muss man, ne, so für Norming und Storming, also Vertrauensaufbau, für die ganzen weichen Sachen, muss man genug Zeit einplanen und muss es halt machen. Meine Frage, die ich mir dabei gestellt habe, wie kann ich sowas in der Community machen, wo ja im vielleicht treffen sich die Leute gar nicht. Ne? Da gibt es eigentlich auch Methoden wieder, aber ist nochmal eine Herausforderung anders, wie jetzt in einem Team, da triffst du dich halt mal einfach in echt. Dann, aber als Community ist es dann schon schwieriger. Ne? Wie kann ich so Norming- und Storming-Phasen in der Community durchleben, damit das Vertrauen überhaupt entsteht? War jetzt eine volle Antwort auf die Frage, war nochmal eine weitere Frage. Ja, nee, also, dass du das genannt hast, das, da hätte ich auch gesagt, wir haben genau diese Phasen irgendwo durchlebt. Ich habe das dann auch im Januar, als ich das vorgestellt habe, ich habe die zwar anders benannt, nicht Norming, Storming, und dann habe ich nochmal geguckt, was sind eigentlich so die Phasen des Kreativitätsprozesses, ja, so irgendwie, Vorbereitung, Inkubation, Illumination und Umsetzung, ja, also ich habe sowas schon bei uns auch gesehen und der Punkt ist, dass es Zeit brauchte, ja, das kam auch durch dieses teilweise persönliche Sprechen. Wir haben natürlich am Anfang in der Vorbereitung auch sehr viel über Grundsatzbegriffe geredet, habe natürlich geguckt, wo kommen die einzelnen Leute her und dann hat sich dann irgendwie das, für uns hat es sich ein bisschen angefühlt, ja, wir zögern da jetzt so ein bisschen, wir tendeln da so ein bisschen rum, aber das war sicher auch so die Inkubationsphase, ja.
Und dann kam irgendwann so der Schub, jetzt möchten wir vielleicht auch mal zum Zuge kommen. Wie machen wir das jetzt? Da haben wir uns mal zum Sprint getroffen. Da war wirklich der Drang, da auch mal ins Doing zu kommen. Und irgendwann kam dann tatsächlich auch das Ding, hey, das Teil, das gefällt mir gar nicht, das gefällt mir schon seit Anfang nicht, können wir da nicht was machen? Ja, und dann waren wir uns irgendwie einig, da haben wir uns nicht dran getraut, weil das noch von den Vorgängern waren. Und dann haben sich wirklich zwei von uns dann mal hingesetzt und da wirklich auch mal wild drauf umgeschrieben. Ja, und das war so die Umsetzung. Ja, und am Schluss haben wir sich ein Ziel gesetzt und dann ging es dann wirklich auch wirklich ins Doing. Jetzt also zu der Frage, ist es eine große Community oder ist es eine kleine Community? Also das ist natürlich hier, wir haben natürlich ein Projekt gehabt irgendwo. Wir waren zwar nicht strukturell in einer Organisation aufgehangen, wir haben kein gemeinsames Gehalt bekommen, niemand war Chef oder so, jede konnte bleiben, kommen, wann immer sie gehen wollte, aber es war doch irgendwie strukturiert und gestern war da so eine schöne Folie mit Team, also strukturiert, Community ein bisschen weniger strukturiert und dann ganz oben Netzwerke. Ich hätte es fast vielleicht umgedreht, weil ich denke halt, so eine große Community bildet irgendwo immer auch ein Netzwerk und Netzwerk verstehe ich als was, wo Gelegenheiten geschaffen werden, dass Leute, die sonst nicht zusammenkommen, miteinander zusammenkommen können. Ja, sei es jetzt mal einfach nur an der Bar oder weil sie irgendwas lesen, ach, du kennst den oder die und du gehst dahin. Das sind die informellen Anlässe und die sind natürlich jetzt kein Weg, um ein Community-Produkt zu machen. Aber daraus können halt solche Dinge hervorgehen. Wir sind ja hier auch in der LernOS-Community. Wir arbeiten nicht bei allem mit, aber die paar, die hier sind, die haben jetzt gesagt, wir machen bei Community-Management was. Und das sind halt wirklich diese Kerne, diese Zentren einer Community, wo dann wirklich auch was passiert. Also insofern würde ich sagen, klar, große Communities helfen auch was. Es ist aber nicht, ja, es ist nicht alles. Also man muss immer auch wissen, wohin es führen kann und soll. Dann kann man ganze die Potenziale auch schöpfen. Das hat Achim fast alles gesagt. Ich ergänze bloß zwei Dinge. Da gibt es so magische Zahlen, wo Menschen zusammenkommen, um an einem Gewerk zu arbeiten, die gut sind. Das eine ist diese klassische Circle-Zahl Nummer 5. Wahrscheinlich was Working Out Loud, bestimmt haben es irgendwelche Psychologen auch schon bestätigt, wo Dinge entstehen können. Und man kennt es aus Scrum, sind ja alle Scrum-Team ist 7 bis 8 Menschen groß. Wenn es größer wird, dann ist es nichts mehr richtig Gemeinsames. So ist es noch ein gemeinsames, handfestes Anliegen. Und vielleicht ist das genau der Hinweis an Sibylle, wenn es konkret wird, dann ist es was Kleineres. Und wenn wir aber eine große Plattform haben, wie Achim gesagt hat, wo man sich erst kennenlernt, wo sowas entstehen kann, so ein Nukleus, der dann was Konkretes tut, dann ist natürlich wunderbar, wenn es 8 Milliarden sind auf der ganzen weiten Welt. Ne? Ja, ich würde auch sagen, wenn du eine große Community hast, dann ist es sicher nicht möglich, dass immer alle an jedem Thema arbeiten oder sich beteiligen. Denn ich würde es überhaupt wissen, ob sowas schon mal vorgekommen ist, dass das passiert. Ich glaube jedoch, umso größer deine Community ist, umso höher ist vielleicht die Chance, dass zu einem Thema, zu einer Frage, die du stellst, die ich stelle, wenn ich etwas reingebe, dass dann Feedback oder vielleicht sogar auch mehr Feedback von verschiedenen kommt, die sich angesprochen fühlen. Und wiederum, wenn ich selber, wenn jemand etwas einbringt, etwas dazu gebe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch bei mir das jemand macht. Und ich glaube, wenn sich dann ein konkretes Thema ergibt, an dem er jetzt, das heißt dieser Leitfaden, arbeitet oder ein anderes Community-Produkt, dann ergibt es sicherlich wieder Sinn, daraus eine kleinere Arbeitsgruppe, sage ich jetzt mal, separat zu bilden, die sich daran engagiert. Und wiederum, wenn ich jetzt bei mir sind es also über 1000 Leute, die da drinnen sind und in den Calls sind dann so 200 Leute drin, dann kann man natürlich jetzt keine Diskussion oder keinen Dialog führen, wie jetzt hier in der Runde, dann verwende ich halt dann, wenn ich möglichst hohe Anzahl an Feedback möchte, Slido oder Mentimeter oder ähnliches für Feedback, aber klar, um an etwas konkret zu arbeiten, muss man es immer oder darf man es wieder runterbrechen. Ist hier noch im Raum was von euch? Oder?
Haben wir noch eine Sibylle? Gibt es die Regel eigentlich noch 90-9-1? Die habe ich auch vor Urzeit mal gelesen und meine Erfahrung ist ja, wie immer im Leben kommt es drauf an. Es gibt Communities, die, wo sehr viel Engagement ist, die jetzt nicht eingeschlafen sind, die vielleicht auch immer am gleichen Thema noch arbeiten, aber vielleicht 20, 30, 70, 20, ja. 10, sorry, ich kann nicht schon spät. Weise, ist aber als ganz kurze Teaser-Antwort, genau dazu ist in der neuen Studie vom Community Roundtable die Erkenntnisse, das Ergebnis gekommen, die neue Regel ist 55, 25, 20. Ich habe es gerade in meine Slides gepackt. Also es ist nicht mehr überall, es ist bestimmt über gleich. Das ist der 22er Report, ich bin gerade dabei, den durchzugehen. Ja, danke für die Ich hätte es trotzdem noch. Komm, eine Minute haben wir noch. Ein Blitz-Checkout. Ich habe im Übrigen ein Sofa eingerichtet, das genauso heißt wie die Session, also Sofa, Leitfaden geht. Wenn ihr euch da eintragen wollt, dann kann man noch weiter in Verbindung und im Gespräch bleiben und wer weiß, vielleicht erkennt ihr etwas ganz Tolles. Ich freue mich jedenfalls, dass so wenige Menschen dafür genau die Richtigen da waren. Ich verspreche auch, dass wir so eine kleine Zusammenfassung machen von euren Beiträgen und hier dann noch posten werden. Machen wir ganz kurz rein. Was soll jetzt noch einmal richtig? Checkout. Ist mir geht. Ja, aber eben. Ich habe gerade schon viel mitgeschrieben und ich habe für mich nur noch mal festgehalten, diese Feedback-Geschichte, die wir eingangs schon hatten. Und die Frage große Community, kleine finde ich sehr, sehr interessant, möchte ich gerne mitnehmen in meinem Bereich und bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ich schließe mich da an. Community ist halt was im Raum steht, so immer. Also es ist was anderes, ob man jetzt vor 10 Leuten kommuniziert oder vor 10.000. Das hat einen Einfluss, also egal wie groß die Gruppe ist. Ich fand es inhaltlich super spannend, habe ganz viel für mich mitgenommen und auch immer mal zwischendurch Notizen gemacht. Und was so das Thema Hybrid hier angeht, fand ich es tatsächlich sehr gut, dass wir eine kleinere Gruppe waren. Das hat viel besser funktioniert als in den bisherigen Sessions. Also ich weiß es trotzdem nicht, wie es mit unseren Leitfaden weitergeht, was so der Titel der Session war, aber wäre jetzt auch zu einfach gewesen, wenn das jetzt per Zauberhand hier ganz klar wird. Ich glaube, man muss es einfach tun. Und ich glaube, wir müssen mit Simon nochmal reden. So Regeln und Rahmen wäre sehr hilfreich. Also wir können sich hier direkt lösen, aber ich habe das auch gegangen aufgeschrieben und Chef Rath in das Konzept, die Fragen für Empfehlungen damit rein, sodass wir immerhin das haben, weil das finde ich ganz wichtige Punkte und kann man auch, denke ich, als Feedback da geben. Ja. Gut, ich fand es auch gut. Ich bin auf dem Mittagstief wieder aufgewacht. Was will man mehr? Und vielleicht noch Stimmen aus dem virtuellen Raum. Stimmen aus dem Off. Nee, genau. Also ich habe mich gerade gar nicht wie im Off gefühlt. Das war total super. Das Hybride hat sehr gut geklappt, hat mir gut gefallen. Vor allem die Würfel, man versteht sehr gut. Ja, danke fürs Mitnehmen. Und da ich erst dachte, ich bin falsch, bin ich umso glücklicher, dass es jetzt doch noch sehr spannend wurde. Okay. Dann vielen Dank allerseits. Danke an mich, danke an euch. So, schön war es auch. Ciao. Bitte nach Nürnberg. Ciao.